Hallöchen, liebe Freunde des Eishockeys, herzlich willkommen zurück zu Let's Play NHL 14 hier auf dem Kanal von Mr. Eiswurst. Und ich muss mich am Anfang schon mal entschuldigen für einen kleinen Fail. Als ich das letzte Mal aufgenommen habe, habe ich ja zwei Spiele nacheinander aufgenommen, sogar gleich. Und das Problem war, ich war so blöd und hatte vergessen zu speichern. Aber was das Gute ist, ist, bei meinen Statistiken hat sich jetzt nichts groß verändert. Also, ich habe auch einen Sieg gegen Bern mit 2:1 halt nur, anstatt 2:0, und dafür eine Niederlage mit 3:2 gegen Lugano. Also sozusagen gleicht es das eigentlich ein bisschen wieder aus. Nicht groß, aber immerhin ein bisschen. Ja. Ich hoffe, das stört euch nicht groß. An den Punkten hat sich nichts verändert. Einfach die anderen Teams halt noch. Ich würde jetzt eigentlich gerne noch kurz schauen, wie das ist. Statistiken. Aber ich glaube, dass ich... Ja, okay, am Bremen noch Platz 1. Gut. Ja, okay. Ja, eben. Und halt Genf jetzt halt einen Sieg mehr, aber... Ja, ich denke, das wird euch jetzt nicht groß stören, oder? Ja. Das ist Part 5. Genau. Und wir spielen heute gegen HC. Ja, genau, gegen Genf Servette. Das müsst ihr mir entschuldigen, Freunde. Das war Fail von mir. Ich werde jetzt an nichts dran denken. Das verspreche ich euch. Und eigentlich wäre es noch cool, wenn ihr mir einen Tipp geben könntet, wie man, wenn man an der PlayStation 3 spielt und live kommentiert mit Legato, wenn ihr das, also nur wenn es ist, wie man dann noch mit Kollegen reden kann und das auch aufnehmen kann, ohne großen Aufwand. Das wäre noch cool zu wissen, wenn jemand das weiß. Puh. Los geht's hier. Es ist 3 Uhr nachts. Ich habe nichts Besseres zu tun, denn ich habe Ferien. Es ist niemand zu Hause. Also kann ich gehen bis morgen früh um 6 eigentlich. Aber aushalten tue ich es nicht unbedingt. Flüela hält diesen Pack hier souverän. Oder ist Flüela? Ja, ist Flüela. Nicht Wolf. Oh ja, da muss ich mich entschuldigen wegen Ragen. Aber ja, das erklärt sich hoffentlich von selbst ein bisschen. Das war den Pfosten. Oh, das war den Pfosten. Scheiß die Wandern. Was? Ah, Offside. Ja, klar, genau. Sehe ich auch immer so. So, jetzt muss ich mich einfach ein bisschen entspannen hier. Boah. Boah, halt, stopp. Kein Tor, bitte. Wie kann man eigentlich, warte kurz Leute, wie kann man eigentlich eine Schlägerei, Kampfturduelle 11, Ich will wissen, wie man eine an... Irgendwie kann man doch eine Schlägerei anzetteln. Kampf anzetteln. Dreieck, okay.
antippen. Komm schon, ich will eine Schlägerei, Mann. Oh Mann. Na schade, warum geht das nicht? Ich will eine Schlägerei. Pass zu Berchi, aber Berchi verliert den Pack. Obwohl, er holt sich ihn gleich wieder zurück. Aus der Distanz, ne? Machen. Money, pass zu Schöppi. Schöppi, 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 Schuss! Aber ging daneben. Ich gewinne wieder mal Bullis, ey. Oh Wunder. Na, das war knapp, ne? Ja, na ja, was? Scheiße. Strafe. Wegen was bitte? Oh fuck. Na egal. Ja, und das ist das 1-0. Und ich reite auf dem Stock. Das 1-0 von Patrick Berchi in der Unterzahl, liebe Leute. 15 Sekunden, 15 Minuten gespielt. Es steht 1-0 Zetzel 1. Sieger, aber es wurde nichts. Ah, sie sind ja immer noch im Powerplay. Das Tor ist schon wieder mal verschoben hier von mir. Ja, ich bin ein bisschen ruhiger, aber das ist auch, weil es später am Abend ist und ich weiß nicht, Nachbarn, vielleicht nicht so klug. Ne? Boah! Schnieder! Schnieder, Schnieder, Schnieder! Aber dieser Pass ging daneben. Bam!
1:0 nach 20 Minuten Spielzeit. Also nicht echten 20 Minuten, aber ja. Und wir reden nicht lange, wir machen gleich weiter für maximalen Spielspaß, dass ich euch nicht langweile auch hier. Bah. Aber ein schöner Schuss von Bastl. Da, Nilsson. Lol. Ey, das war doch ein Bandencheck, ey. Wegen was gibt's jetzt Powerplay, bitte? Sich für Ellenbogencheck. Für hartes Checking! Boah, solche Luschen. Und McCarthy schickt Shannon, aber Shannon kann nicht verwenden. Oh, ich hab den Pack. Ich bin ein bisschen auf Schlägerei aus irgendwie. Will jetzt mal eine Schlägerei hier machen. Will eine Schlägerei anzetteln. Aber ich darf nicht. Was Offside? Ich geb dir gleich Offside. Ja! Nein! Ja! Das Tor! Das 2:0! Da 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 da! Boah! Das 1:0! Und dann das 2:0! Moritz Traxler, boah, aber der Pack war doch schon hinter die Linie nach dem ersten Schuss von Berchi. Nein, doch nicht. What? Und dann kam hier noch Traxler dran. Oh, nice, nice, nice. Komm schon, ich will hier eine Schlägerei. Schon, ey. Ich will eine Schlägerei hier. Scheiße. Ja, okay. Da kannst du nichts machen als Torwart. Der Anschlusstreffer für Genf. 2:1. Ich sollte nicht mehr so oft eine Schlägerei aus sein, ey. Ernsthaft. Oh, fast noch ein Eigentor. Cannons am Pack. Der Pass kommt nicht dann bei Baltesberger, aber nun Gunti am Pack. Gunti, 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 aber kann den Pack nicht verwerten. Abseitswarnung, ja, ich weiß. Aber Blindenbacher macht das ganz geschickt und Schuss aus der Distanz. Cannons hat diesen Pack aber noch. Das war aber ein Check, ne? Gunti will diesen Pack aber haben.
zu Sheppy. Ah, Schuss. Money nun. In den Slot. Zu Nilsson. Oh, Nilsson schießt den Pack an den Pfosten. Nein, das kann nicht wahr sein. Eine super Aktion hier von Nilsson und Sheppy. Was One on Two, ey? Kannst mich mal lecken, One on Two. Deine Mutter One on Two. Nein. Ja, vergiss das. Vergiss das bei Flürley. Vergiss es einfach. Sheppy. Sieht Money und Money. Aber Money nicht. Nilsson hatte den Pack kurz, aber zu kurz, um abzudrücken. Oh, das wird ein Eisen gehen. Ja. Ups, das war aus Versehen. Ups, scheiße. Boah, beide verpassen, ey. Der passt zu Nilsson. Er kommt dann und Schuss und... Wer steht für den Nachschuss dort? Niemand. Und nach dem zweiten Drittel steht es 2-1 zwischen ZS Alliance und Genf Savage. Und es bleibt, glaube ich, ein recht spannendes Spiel hier. Und wir gehen ins letzte Drittel, liebe Leute. Ich gewinne dieses Bully. Das finde ich gut. Denn das brauche ich jetzt. Wo ist der Pack dort? Oh, Mr. Pack. Boah, nein. Scheiße. Und da kassiere ich das 2-2. Scheiße, Mann. Fuck. Ja, ist gut. Ich hab's. Ja, geil. Ja, genau. Ist klar, Mann. Scheiße. Fick dich. Das 3-2. Ja. Manch dann so warten. Warum hast du den Pack nicht mitgenommen vorher? Jetzt. Ah, nein. Schön in den Weg gelegt. So, jetzt aber. McCarthy zu Sega. Sega zu Bastel. Dribbelt hier. Bastel schießt. Ja, genau, schießt. McCarthy ins Gewühle rein. Doch nun gibt es einen Bulli. Bulli aggressiv, Mann. Ich will das Bulli aggressiv sehen. Ein aggressives Bulli von dir, Sheppy. Nichts gewirkt. Bam! Ja klar, jetzt gibt es eine Strafe gegen mich. Warum? Wird die Strafe auch mal ausgesprochen? Ja, danke. Wegen was bitte? Wegen Bandencheck, wegen zu harten Check, wegen Schwanzlutschen oder was? Sag mir bitte für was. Wetten wir für Bandencheck. Für Bandencheck. 2 Minuten für Bandencheck. Miau. Nein. Jetzt gibt es kein Tor mehr, ihr Fixer. Ihr Pisser. McCarthy holt ihr den Pack. McCarthy. Boah, was sollte das denn jetzt gerade gewesen sein, ey? Zu Bastel, hat ihn, Bastel schießt, Bastel versaut. Shannon, nein, ich hab den Pack verloren. McCarthy, Sega, die letzte Hoffnung, scheiße, nein, weg. Geil, gut, McCarthy, Pass ins Nichts.
Nein, der kommt nicht. Den holst du dir! Nein! Oh, 1 gegen 1 und ich versau es natürlich. Ich habe keine 1 gegen 1 Erfahrungen, Mann. Müsst ihr doch auch einsehen. Aber ich will zumindest jetzt noch ein 3 zu 3 holen, Mann. Ich will noch ein 3 zu 3 reißen. Mindestens. Ich will das Spiel reißen, um genau zu sein, aber. Nein! Ich schwör's dir. Ey, und du verpisst dich, kapiert? Ja, ich gehe ja schon. Okay, es ist noch ein bisschen mehr als die Hälfte zu spielen. Schnieder, hol dir den Pack, ey. Gut. Jetzt holt sich Cannons den Pack. Nicht? Scheiße, Mann. Jetzt aber. Jetzt, Maurer. Zu Cannons. Cannons, Cannons, du bist eine geile Sau, aber versaust es nur. Ja, ganz geil. Ja, Stoffe. Ja, nicht zum Genfer-Spieler. Bastel. So, Shannon. Pass zu, Bastel. Bastel, Bastel, Bastel. Was bastelst du da? Pass rüber. Und das ist das 3 zu 3. Woo, geil gespielt. Boah, zum Glück kam der Pass an, ey. Boah, fick die Henne. Boah, zum Glück kam der Pass durch dort. Ja, aber genau das wollte ich. So ein Tor. Danke, Mann. 3 zu 3. Und es steht alles wieder auf in 15 Minuten 15. Es sind noch 4 Minuten zu spielen. Jetzt heißt es auch nur kein Gegentor kassieren, sondern ein Tor schießen. Mal schauen, was da draus wird. Als erstes mal Spiele hier aufhalten. Doppeln. Ja, ja, nein, klar. Oh, fuck. Scheiße. Nein. Nein. Nein, das war so ein schönes Tor vorher und jetzt zerstören sie wieder alles hier. Oh, du verpisst dich. Ach Mensch. Oh, okay. Jetzt muss ich noch ein Tor machen, ey. Komm schon. Den holst du noch, den holst du noch. Ich weiß es. Danke. Nein! Hol ihn! Hol ihn dir! Hol ihn dir! Hol ihn dir! Schön. Nein! Was machst du, Mann? Okay. Ja! Maurer! Nein, McCarthy schießt das 3 zu 3! 4 zu 4! Ja, geil! Boah! Hat sich's gelohnt, den Torhüter vom Eis zu nehmen? Weiß nicht. Schuss wurde zumindest von einem Spieler von mir, wurde dem Torwart die Sicht verdeckt. Ich glaube, es hat gar nichts genutzt. Dort kommt der neue Spieler von hinten erst. Boah! Noch! Es sind noch 50 Sekunden zu spielen. Könnte ich hier noch ein 5 zu 4 schaffen oder nicht? Das heißt, es ist einfach kein Tor mehr kassieren. Hinlegen, hinlegen. Einfach Schüsse blocken. Blocken meine ich. Ah, Mone, Mone, hol ihn. Schön. Scheppi, 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 Scheppi. Das gibt fast eine 1 gegen 1 Situation, Nilsson. Oh, Mone, den hast du noch. Spiel in den Slot. Ah, scheiße. Kein Risiko, kein Risiko. Komm zurück. Kein Risiko, ey. Danke, Sieger. Reinigen wir die Situation.
4 zu 4 nach regulären 60 Spielminuten. Es geht nun in die Verlängerung. In die sogenannte Overtime. Mhm. Ja, Spiel fortsetzen. Ein wirklich sehr ausgeglichenes Spiel, wie ich schon gesagt habe. Und jetzt wird's nochmal spannend. Ja. Nun Overtime, 5 Minuten wird hier gespielt. Und Golden Goal entscheidet. Jetzt habe ich mindestens schon einen Punkt im Trocknen, was ich eigentlich recht gut finde. Das heißt immerhin, wenn ich jetzt verlieren würde, hätte ich einen Punkt. Spielen wir hier, nein, wir spielen kein 4 gegen 4, was eigentlich richtig so ist. Eigentlich spielst du richtig Overtime 4 gegen 4 für mehr Platz auf dem Eis, aber irgendwie hier nicht. Hey nein, ich will jetzt kein Tor kassieren, Leute. Bertschi. Kommt der, na okay, geht der wechseln? Nein, der geht nicht wechseln. Nein! Shannon, schön gespielt, aber. Ja, Bertschi. In den Slot zu Bastl. Scheiße, Bastl bekommt den Pass nicht. Aber Bastl holt den Pack. Bastl verliert den Pack. Sega holt den Pack. Pass zu Shannon. Nein, Pass kommt nicht an, aber wird kein Eis entgegen. Okay. McCarthy holt sich den Pack. Pass. Abseits. Bulli in der neutralen Zone. Aber in meiner Hälfte. Ah, sie hatten schon eine Shot-Out-Runde sogar. Okay, interessant. Ich hatte noch keinen Shot-Out. Das ist das erste Mal, dass ich sie überhaupt in der Overtime bin. Auch in den Simulationen war, kam es nicht zu den zu Overtimes. Muss man noch sagen. Eigentlich, was sehr selten ist im Eishockey, ist, wenn es ein 0 zu 0 gibt nach 60 Minuten. Das ist sehr selten. Ja! Tor! 5 zu 4 gewonnen in der Overtime! Ja! Tor! Ryan Shannon! Golden Goal! Mwah. Schön gespielt! Ja, hier noch das Replay. Schön oben links rein. Bam, reingedonnert hatte das Ding hier. Woo! Ja, geil. Puh. 5 zu 4 in der Overtime. Es wäre noch... Was? Nein, ich... was ist das jetzt? Scheiße, bin ich ins Sofort-Replay gekommen. Ups. Sorry, Leute. Nein, ich will es gar nicht sehen. Ich finde es nur geil. Ja, Mann. Ah, schade. Ah, geile Sache. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Ah, ja, ja. Und jetzt darf ich nicht vergessen zu speichern. Oh, ich hab 265 Packs. Das heißt, ich könnte jetzt im Ultimate Team mein erstes Bronze-Pack ziehen. So, jetzt simulieren wir zuerst mal bis hierhin. Das wäre eigentlich, wenn ich bis dorthin simulieren würde. Okay, ich check's nicht. Kloten hat eine schlechtere Bilanz. Will jetzt gerade mal schauen, wie es in der Tabelle nun aussieht. Ob wir wieder die Führung übernommen haben. Nein. Wo sind wir denn? Platz 4? Nur Platz 4? Willst du mich verarschen? Warum ist Genf über... Oh. Alle hatten schon 7 Spiele. Okay, wenn wir jetzt immerhin... Ja, okay, Ampli zieht davon vor. Hallöchen, liebe Freunde des Eishockeys. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play NHL 14. Hier auf dem Kanal von Mr. Eiswurst. Und ich muss mich am Anfang schon mal entschuldigen für einen kleinen Fail. Ich, als ich das letzte Mal aufgenommen habe, habe ich ja 2 Spiele nacheinander aufgenommen, sogar gleich. Und das Problem war, ich war so blöd und hatte vergessen zu speichern. Aber was das Gute ist, ist, bei meinen Statistiken hat sich jetzt nichts groß verändert. Also, ich habe auch einen Sieg gegen Bern mit 2 zu 1 halt nur, anstatt 2 zu 0 und